Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute bilden wir zusammen mal den ultimativen Boss-Squad. Und unser heutiges Ziel wird es sein, die Tresore und die Locations der Bosse so gut es geht zu beschützen und vielleicht sogar die Gegner damit reinzulegen. Wie das Ganze am Ende ausgeht, das seht ihr auf jeden Fall jetzt. Ey, guck dir das bitte mal an. Einfach, was sind das für Ränge hier? Leute, erste Runde. Ihr seht es ja schon. Wir sind alle Peter Griffin. Mein Gott, ihr habt sogar alle Fernseher dabei. Warum hat mir das keiner gesagt, dass ich ihn mitnehmen soll? Egal, ich habe dafür Lami dabei. Das heißt, Freunde, wir gehen jetzt alle zusammen zu Peter Griffin runter, werden den komplett aufmischen. Und dann werden wir natürlich sein Gebiet einnehmen. Das wird geil werden. Oh mein Gott, 2000 Meter weit weg. Hoffentlich kommen da auch Gegner mit runter. Gucken wir uns einmal kurz an, wer alles im Level höher ist als ich. Das gibt's doch gar nicht. Toadie ist einfach Level 211 und Schlaufuchs sogar 230. Wir sollten vielleicht alle gleich so Richtung Haupthaus gehen, oder? Wir müssen Peter Griffin beschützen. Ey, der eine hat auch einen Peter-Copter, oh mein Gott. Wieso hab ich den nicht dabei? Ich lande gerade auch nicht so gut. Egal, wir schaffen das. Perfekt. Wenn wir uns jetzt alle als Gruppe verteilen und Peter Griffin auch noch dabei ist, dann weiß eh keiner mehr, wer der reale Peter Griffin ist. Wer hier einfach ein normaler Gegner ist. Peter, beruhig dich. Alles wird gut werden. Das ist schon neben uns. Ja gut, wenn wir den jetzt ganz schnell ausschalten, können wir ja komplett das Ding übernehmen. Das ist so dumm gemacht, dass man den nicht direkt ausschalten kann. So, jeder hat hier irgendwas, hoffentlich. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir nur noch diese Taste drücken, Leute. Und dann können wir einfach genauso laufen wie Peter Griffin. Genau, wir machen uns jetzt alle noch gegenseitig ein bisschen voll irgendwie. Medaillon können wir gleich auch noch rumtauschen. Ich weiß gar nicht, ob es clever ist, wenn das jetzt einfach rumliegt. Erstmal auf dem Boden. Toadie, du kannst es noch kurz nehmen, wenn du möchtest, wenn du kein Blueschild hast. Ab dem Moment, gleich wenn du full bist, legen wir es auf den Boden und warten einfach drauf, dass die Gegner kommen. Und im Bestfall träumen wir die einfach komplett kaputt, weil die gar nicht wissen, was hier abgeht. Und die anderen Boss ist schon tot. Das ist der erste Boss, der down gegangen ist. Das heißt, unser Squad ist schon mal richtig gut auf jeden Fall dabei. Wir stehen alle vom Kreis. Das wäre irgendwie auch voll funny, ne? Man nimmt einfach so das Medaillon und dann denken die Gegner so, wir machen hier irgendwie so komische Zaubersprüche wie bei Harry Potter, stehen einfach so zu viert hier rum. Habt ihr alle die Pumpgun ausgerüstet? Ihr seid die Besten, Mann. Ihr seht ja wirklich aus wie Peter Griffin. 2000 years later. Verdammte Axt, Mann. Keiner weit und breit zu sehen, ey. Diese verdammten Schlawiner, ey. Ich glaube, die haben Respekt einfach vor uns, weil wir so hohes Level und so sind. Ja, wir da ist ihn da, ausschalten. Guckt der, guckt der. Hat er gesehen, ne? Ja. Der soll sich mal anfreunden mit uns. Boah, er macht nichts. Er hat Angst. Er hat Angst. Ey, das ist wirklich, ne? Ich sag euch ohne Spaß, das hätte ich niemals erwartet. Das ist geisteskrank hier. Wir laufen dir die ganze Zeit rum. Es passiert gar nichts. Gegner, die ankommen, haben Respekt ohne Ende. Vielleicht checken die das auch nicht oder so. Wir laufen hier als viermal Peter Griffin in Gold rum und keiner macht was. Er sieht uns. Ja. Oh nein, der wartet so. Wären. Aber wie hinterhältig er geschossen hat, bitte. Ich fight den jetzt. Du Hinterhältiger. Leute, der ist abschussbereit. Ist okay, ich habe ihn runtergeschossen. Schnappt ihn euch. Perfekt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wurde gerade fast gesniped, der Schuss war richtig nah. Oh, die sniped. Die sind da im Busch. Warum machen die das denn? Chill doch mal, Junge. Die sind der Peter Griffin Squad hier. Nein, hat sich selber mit Rocket Launcher getroffen. Oh mein Gott. Euer Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Oh, ich hab ihn gesniped, er hat mich gesniped. Ja gut, Leute, die sind abschussbereit. Ich kann es ja nicht ändern. Peter Griffin ist auf jeden Fall anders als erwartet gelaufen irgendwie. Viele Gegner hatten irgendwie Angst, sind deswegen gar nicht gekommen. Und die, die keine Angst hatten, haben halt direkt geschossen. Mal wie das jetzt aussieht, wenn vier Peter Griffins auf den draufgehen. Hab ihn fast. Ja, ist nochmal Schildcrack. Und nochmal 64. Es brennt einfach bei ihm. Hab ihn. Oh mein Gott, ich hab nicht einen einzigen Kill gemacht. Und die Runde haben wir direkt gewonnen. Was ist das denn bitte? Entweder seid ihr zu heftig oder die Gegner hatten einfach nur Angst, Mann. Ich sag's euch, wie es ist. Mal gucken, welchen Boss wir in der nächsten Runde kriegen. Muss doch spannender werden. Okay, Leute. Nächste Runde. Ihr seht es schon. Wir haben alle vier Valeria ausgerüstet. Wir haben alle vier Kronen. Angeblich durch Krone sind die Gegner jetzt schwieriger geworden. Bin sehr gespannt drauf. Wir gehen hier vorne runter. Mal gucken, ob wir jetzt die Gegner trollen können. Ich schaff das schon. Da schießt er auf mich. Ah, hier ist einer. Oh, der hat mich gekillt. Da war ein eher richtiger. Das war ein Superhelden-Skin. Oh, oh. Sind die beide hier direkt? Blick hier überhaupt nicht durch, Mann. Versucht zu fliehen. Das gibt eine Anzeige. Ich will so nicht auf die Bots drauf gehen, wenn die Gegner hier in der Nähe sind. Hier, der Boss ist hier bei mir. Mhm. Alter, wie viele Bots hier mal sind, das ist echt bodenlos einfach. Okay, wir lassen die einfach hier unten, weil die leuchtet ja trotzdem. Und dann gehen wir mal langsam nach oben. Ich habe zwar ein bisschen Angst, weil ich glaube, die Gegner könnten schon hier sein.
Aber mal schauen, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Oh mein Gott. Location eingenommen. Bot down. Und wir laufen jetzt zu viert als Valeria rum. Geht weiter, Freunde. Und das Gute ist, diesmal sind wir relativ mittig. Das heißt, da müssen eigentlich Gegner kommen. Hoffentlich zumindest. Hier vorne kommen welche. Da kommen welche. Hat die auch wir warten Händen. Einfach. Wir warten einfach. Wir gucken, was deren Reaktion gleich sein wird. Hey, was macht der denn? Der Spitzhacke ausgerüstet? Oh nein, er schießt. Hey, hör auf zu schießen, Junge. Da kommen welche. Oh mein Gott, der snipet mich einfach direkt weg. Ich brauche direkt einen Heal-Off. Oh Gott. Okay. Das war nur wegen diesem Bot-Typen da. Was wollte der von uns? Der hat auch schon mit der Jung. Der ist übertrieben down so. Also der hat eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, den kriegen wir easy peasy. So, du hast mich gesniped hier, Alter, oder was? Du spinnst ja wohl, Junge. Okay, lass dich da wegholen, dann verstecken wir uns wieder hier. Let's go, Leute, wieder zurück. Bisschen abbauen hier, bisschen wieder schön machen und dann wieder alles einnehmen, wie es vorher gewesen ist. Naja, ich sehe vor mir ja. Okay, oh, der schießt mich ab. Okay. Ja. Könnte gar nichts mehr machen. Das ist OG Skull Trooper gewesen. Ja, der hat nicht gewonnen. Super. Hello. Boah, der ist wirklich cracky, hey, ne? Also ohne Spaß, ey. Der ist richtig cracky, was Bauen angeht. Ich gehe mal andere Seite irgendwie raus. Hier gibt es ja diesen Fluchtweg. Vielleicht bringt das irgendwas. Na, dann musst du mitten auf der Straße. Ja, ich weiß. Ja, das ist aber besser, glaube ich. Dann kannst du dich snipen oder so. Schlaufuchs mit oder einem Fight hier. Hat einen. Sehr nice. Was sind sie? Klauen ein bisschen die Heilung und nehmen mal vielleicht den Heal-Automaten noch mit. Da ist ein Medkit. Oh Gott, hier ist ja noch. Oh, wie viele sind hier? Was wollt ihr hier alle? Ich hab noch ein Medkit. Nice. Für dich. Ich hab auch wieder einen weg. Komm schon, Doggo, mach kein Auge, Mann. Ja. Hier ist eins. Ich glaube, die sind noch in unserer Base, ne? Danke. Kann ja gleich wieder zurückgehen. 110. Nice. Wie sollen wir hier bleiben? Ich will nur kurz noch einen Fuffi tanken, dann bin ich wieder da. Ja, den holen wir uns jetzt. Das ist der ekligste von allen einfach. Ja, ja. Haut der? Ach nee, Impuls weg, ja, ja. Ist egal. Den holen wir uns noch. Ja, andere Impuls auch weg. Das sind zwei Skull Trooper, oder? Ja. Beide lila? Nur weil wir die Angst haben. Ja. Jetzt schnappen wir die uns. Wir sind jetzt auch mobil hier. Ist das für ein komisches Video, bitte? Die kommen, klauen unsere Sachen, hauen einfach ab. Wir machen hier live Fangenspielen gerade. Das kannst du auch keinem erzählen. Da hinten ist auf jeden Fall deren Auto. Ich lasse jetzt eine Falle oder so hier stellen. Das ist so geil gerade. Ich glaube, die sind alle da drin, oder? In der Base hier. Ja, da ist deren Wagen, der G-Wagen, der hier. Okay, wir haben sie gefunden, Leute. Oh, da sind sie. Fahren die weg? Och nee, fahren die wieder weg? Ja, ja, der will wegfahren. Ich schieße auf sein Auto. Einfach auf die Reifen, dann kann er eh nichts mehr machen. Ich habe zwei kaputt geballert. Ja, perfekt. Dann gehen wir wieder ans Auto. Ey, als ob die wieder abhauen! Hier unten. Die sind hier unten. Ich kann nicht mehr. Es ist so gut. Hier ist einer. Ah, ne, das ist der Bot. Ja. Okay, Leute, Zugriff. Attacke. Die holen wir uns jetzt. Ich will die Sachen wieder haben. Der ist da unten. Der ist hier. Ich treffe den überhaupt nicht. Wir bringen nur Blue-Schild. Oh mein Gott. Wo will der denn hin, bitte? Ey, ich treffe den nicht. Ey, das ist doch unglaublich, Mann. Wie will der denn wieder in die Zone reinkommen? Aber er hatte gar nicht das Medaillon. Ah doch, er hatte das Medaillon. Ich hab's wieder. Ja, erster, können wir wieder zurück? Nee, ne? Ist außerhalb der Zone. Egal, unser Ziel in dieser Runde wird sein, dass wir diese Skull Trooper noch ausschalten. Das gibt's doch gar nicht. Sein Mate ist einfach geflohen. Was ist denn da gelaufen? Wieso liegt da noch ein Medaillon rum? Ist der tot? Ja. Also deine Valeria ist tot. Ah, ist der andere auch tot? Perfekt. Das heißt, wir haben alle, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Was haben die davon, wenn die sich mit uns anlegen? Die spinnen ja wohl. Ja, versuchen wir den epischen Sieg noch zu holen. Wir haben noch alle Sachen. Wir haben zwar unseren Stützpunkt irgendwie verloren. Boah, Raketenwerfer sogar. Hab ich mir voll gut getroffen irgendwie. Ah, Rakete ja, starten und Feuer frei, Leute. Rakete. Ey, die ist immer noch in der Luft. Oh mein Gott. Ich komm gar nicht mehr runter. Hä? Okay, da kommt einer. Oh, der hat mich getroffen. Ich hab 3 HP. Surprise, motherfucker. Oh mein Gott, der hat mich gut getroffen. Einer sehr close gerade bei mir. Okay. Oh nein. Oh nein. Sieht ziemlich schlecht aus. Ja, ich weiß. Boah, der kann sogar die Wand halten. Ich komme hier nicht mehr raus. Er wird mich so finishen. Ja, es war so klar einfach. Pipino. Ja, der darf so heißen. Das glaube ich aber nicht. Jetzt kommt bei mir ist der größte Schwitzer und jetzt habe ich auch noch Sonne. Schade. Egal, wir sind sehr weit gekommen. Wir haben das Medaillon wieder eingesammelt. Wir gucken einfach, was in der nächsten Runde abgeht. Okay, Leute. Nächste Runde. Ihr seht es ja schon. Wir sind der komplette Oscar-Squad. Das wird so geil werden, Mann. Wir sind jetzt alle Tiger hier. Was ist das für eine Route, bitte?
Boah, das wird heftig werden, glaube ich. Wir müssen irgendwie zusammen landen am besten. Ah, wir gehen ins Haupthaus. Komm, wir gehen alle diese Brücke da rein. Seht ihr diese Brücke? Da ist die Türe und da gehen wir hinter. Falls da irgendeiner Ärger macht, wir werden den einfach kratzen, beißen, treten und so. Absolut egal. Der wird Respekt kriegen, wenn vier Tiger auf den draufgehen. Guck mal, die Sonne geht sogar auf. Mit einer auf dem Dach. Ja gut. Ich hab überhaupt nichts, aber ich kann den ein bisschen anfauchen. Warte, ich komm wieder hoch. Ich bin aus den runtergefallen. Ich bin fast gestorben. Ich dachte, der wäre hier irgendwo. Da landet gerade noch einer. Ja, der ist ein bisschen später. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Jetzt reicht's mir ja aber. Hier auf dem Dach scheint keiner zu sein direkt. Doch, hier ist einer. Hallo, Noskin. Versuchst du dir hochzukommen? Alter, oh, das hat keiner gesehen. Das ist so unangenehm einfach. Der Typ hat so ein Movement gehabt. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Oh, er schießt mich jetzt an. Da hat mich ein anderer angeschossen. Bleib stehen, Noskin. Er ist schon wieder rausgesprungen. Ja, klar. Oh Gott, die sterben alle. Sind die alle sehr, sehr close? Ey, das gibt es? Haben die alle 100 HP? Komm, ja, Toad. Den hast du, der hat nicht mehr viel. Der ist hier links hinter. In dem Raum drin. Oder hol mich einfach schnell. Oh Gott, hinter dir. Oh nein. Ja, sehr gut. Oh Gott, der baut durch. Ja, das war eine gute Idee. Sehr, sehr gut. Wir schaffen das noch. Du musst nur wieder hier hochkommen oder ich runterkommen. Sehr gut, wir schaffen das noch. Ey, das gibt's gar nicht, dass der das gewonnen hat. Locker, der hatte nicht mehr 100 HP gerade. Zurück jetzt einfach. Dann werden die jetzt zu uns kommen. Ich push die direkt. Ist auf der Wift gerade. Ja, ja. Er weiß doch gar nicht, was er tun soll. Der kennt sich doch in dem Haus überhaupt nicht aus, Mann. Komm, Toadie, ich hab noch einen Fuffi für dich hier. Dass du nochmal durchtanken kannst. Ich merke, du brauchst das gerade. So, die werden jetzt sehen, was die davon haben. Das ist unser Gebiet hier. Wir müssen es irgendwie zurückverteidigen. Ich glaube, links ist einer runtergefallen gerade. Das wäre gut. Ja, hier laufen vier Leute. Oh, hier ist einer neben mir. Oh mein Gott. Habe ich kein Problem. Michael Myers, Junge, weg mit dir. Spinn doch hier nicht rum, Alter. Du hast mich so gerettet. Ich dachte, ich bin tot. Er will sich hier mit uns anlegen. Der weiß doch gar nicht, was hier abgeht. Also, wenn wir jetzt Tiger hier verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Oh, wer ist das denn? Hallo there. Hier ist so ein Bot gewesen. Voll unheimlich. Ach, der lebt hier auch noch, der Irre. Haucht er uns hier an einfach. Oh mein Gott. Irgendwas hat mich hier voll erwischt gerade. Ich schau mal die Waffe von ihm. Ja, Medaillon kann sich jeder nehmen, der irgendwie Heilung braucht. Und dann können wir es ja wieder hinlegen. Mal gucken, ob hier noch irgendeiner kommt nach Levish. Alter, die haben die Boss ja diese Runde ja gar nicht gekillt. Oder sollen wir zu den anderen Bossen hin, die weghauen und dann nochmal das Ding einnehmen? Vielleicht ist das die Meta. Ja. Hier ist ein Vierer. Wir können auch den Vierer mitnehmen. Das wird jetzt wild werden. Oscar oder die Oscarinos nennen wir sie jetzt einfach, haben offiziell Levish einfach verteidigt. Das heißt, wir können jetzt zu Fencing gehen und werden da einfach den Boss wegballern und werden das Gebiet dann einnehmen. Ihr wisst doch selber, Tiger sind aggressiv, die wollen zuschnappen und so. Wir wollen unser Gebiet jetzt auch erweitern. Oh, oh. Die sind tot. Ja, das ist schlecht. Egal, dann gehen wir trotzdem drauf. Ach, Peter ist auch tot. Oh, oh, die Toadie. Die haben das Medaillon gedroppt. Die haben das Medaillon gedroppt. Let's go, weil die Respekt haben, weißt du? Die haben erkannt, dass jetzt die Oscarinos kommen. Ist das ein Herzchen da oben? Was soll das sein? Dachte ich mir auch gerade, das ist ein Dreieck, glaube ich. Hä? Oder was war das? Wer denn da gebaut? Haben die eine Rampe gebaut oder so? Locker, der wollte hier auf Herz oder so machen. Junge, wir kennen keinen Erbarmen, Mann. Da sind echt viele gerade, ne? Wir sollten als Gruppe fungieren. Der Einzige, den ich immer sehe, ist der Bot einfach. Ach Gott. Einer 30er. Nice. Jungs, wollt ihr mal kurz rauskommen? Wir wollen nur mit euch reden hier. Oha, da schießt noch einer auf mich. Hab ihn. Nice. Das ist so geil mit dem schnell wiederholen. Oh mein Gott, das geht so übertrieben schnell einfach. Das ist so schnell. Ja. Können wir das Medaillon gleich noch mitnehmen? Beziehungsweise wir können das theoretisch auch liegen lassen. Gehen wir noch ein bisschen rein in das Gebiet hier. So, so nimmt man das ein hier. Ich glaube, ich habe wieder nichts gemacht, die Runde. Ich habe auch nur einen Kill. Ich habe noch Biggie auf jeden Fall hier. Zwei Stück, wer braucht? Da kommt echt viel gerade, ne? Von allen Seiten irgendwie. Jeder kommt hier mit dem Medaillon gerade angelaufen. Alter, vom wo? Da unten snappt einer, der ist hier drin, passt auf. Oh Gott. Ich soll mal kurz ein bisschen zurückziehen und nochmal neu sammeln. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und es ist bei mir, da kommt irgendwo einer. Oh, ja, egal, Leute. Wenn wir das Ganze nochmal wiederholen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, lasst kostenlos ein Like und ein Abo da, checkt die Jungs ab und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.